Herr Weitzel, Sie sind der Besitzer des Café Grub Wieser hier in Altach. Was können Sie mir sagen, was ist heute Nacht hier passiert? Also genau kann ich es nicht erklären. Ich habe circa um 1:30 Uhr gesperrt und habe noch das Lokal verlassen, alles aufgeräumt. Ich bin halt nach Hause gefahren. Circa um 2:30 hat mir die Bewohnerin, die Ex-Chefin, die Traudl Grub Wieser, hat mir angerufen, wir haben eine Rauchentwicklung. Auf das bin ich gleich hergefahren. Das Erste war, ich bin gleich rauf, ob ihr was passiert ist oder sie konnte nicht runtergehen von der Rauchentwicklung. Und dann habe ich bloß durch die Scheibe haben wir eine kleine Flamme gesehen. Und dann habe ich gleich die Feuerwehr angerufen. Und jetzt waren Sie auch schon vor Ort drin im Lokal. Sieht relativ wüst aus, oder? Alles kaputt. Leider. Herr Seidel, Sie sind Einsatzleiter der Feuerwehr Altach. Sie wurden heute hier zu einem Brand gerufen im Café-Restaurant Grub Wieser. Was hat die Feuerwehr vor Ort vorgefunden, als sie eintraf? Wir haben eine starke Rauchentwicklung im Gästebereich gehabt. Konnten die Flammen an der Eckbank sehen, haben sofort einen Atemschutztrupp zum Innenangriff vorgeschickt und mit der Belüftung begonnen. Die zwei Personen, die sich im Hausbereich aufhielten, konnten sich selber ins Freie retten. Wir konnten nach ca. 15 Minuten Brand ausgeben. Wir waren mit 33 Mann und 3 Fahrzeugen vor Ort.